Leute, willkommen bei den Sibuchins zu einer neuen Folge von uns und willkommen aus meinem kleinen Abstellzimmer, Abstellkammer, Küchenspeisezimmer, ich weiß es nicht, nennt es wie ihr es mögt. Ich zeige euch heute mit ein paar Tipps und Tricks oder beziehungsweise wie wir diesen Raum eingeräumt haben. Das ist noch nicht das fertige Ergebnis, das kommt zum Schluss. Momentan sieht das so aus, beziehungsweise vorher hatten wir auch nicht diese Regale und so weiter und so fort. Ich zeige euch das alles in diesem Video, wo ihr was kaufen könnt und wie ihr es am einfachsten lösen könnt, so einen kleinen Raum perfekt einzurichten und so, dass ihr an alle Sachen auch immer dran kommt. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes werde ich jetzt hier Regale freiräumen und zu den Regalen sage ich schon mal eins. Die haben wir, das könnt ihr im letzten Video schon sehen, die haben wir alle auf solchen L-Winkeln montiert. Diese L-Winkeln kann ich euch in die Infobox den Hersteller verlinken. Den könnt ihr aber auch ganz normal im Baumarkt holen, weil das hat mein Mann von der Arbeit geholt. Und das sind ganz normale Regalböden aus dem Baumarkt. Kann ich euch auch gerne mal einen Link reinsetzen von einem Regalboden. Wir haben hier 30er Tiefe, die Abstellkammer ist 1,70 Meter, ich glaube mal 1,50 Meter. Ich schreibe euch die genauen Maße auch in die Infobox. Und dann haben wir halt hier den einen Regalboden genommen und hier halt so ein tieferes, das ist 50 cm. Und das hier ist 30, weil hier wollte ich hier so Sachen aufstellen, Dosen und so weiter. Und hier kann ich größere Sachen verstauen. So, das ist das vorläufige Ergebnis. Ich zeige euch das jetzt mal und dann wollte ich auch noch an die Beschriftung rangehen. Also hier unten haben wir zwei Boxen. Ich mache gleich eine große Rundführung. Aber ansonsten ist das hier so aufgeteilt und damit das nicht alles so immer komplett sichtbar ist. Ich will schon was sehen, aber nicht komplett. Deswegen mache ich da noch gerade was basteln. Hier so ein paar Getränke oben, alkoholische. Und unten die nicht-alkoholischen und ja, ich erkläre gleich nochmal genaueres dann dazu. Naja. Ich möchte das nicht schneiden. Entstehen dann die ersten, wie nennt sich das? Abdeckungen, wie auch immer, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Ich zeige euch gleich, was ich dafür verwendet habe und das hier habe ich dann auch selbst ausgeschnitten, selbst geschrieben. Kann man natürlich alles auch als fertige Aufkleber und sowas kaufen, aber ich wollte es selbst machen. Dafür habe ich, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil der Fernseher läuft. Dafür habe ich hier so einen Block gekauft in Action. Genau, auf Amazon wollte ich sagen. In Action. Und der hat so viele schöne verschiedene Motive. Immer doppelt. Also eins immer in diesem glänzenden und einmal in matt so gesehen. Und hier sind echt sehr, sehr viele schöne Motive. Und das haben die in verschiedenen Farben, auch so in rosa Farben. Das war auch so schön, aber ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt einen rosafarbenen Abschlag machen. Habe mich da eher auf die neutralere Farbe Blau entschieden. Beziehungsweise, ja,
hier so ein bisschen Blautöne. Ja, und das habe ich jetzt passend mir ausgeschnitten, habe mir das einfach abgemessen, wie breit diese Kästchen sind. Sind immer 18 mal 12 die kleinen und dann so Dinge ausgeschnitten aus Lernas Memory-Karten oder Domino-Karten. Einfach als Muster genommen und ja, schneide das alles jetzt zusammen, klebt es zusammen und dann sieht das schön aus. So, und das ist soweit erstmal mein Ergebnis, was rausgekommen ist. Beachtet nicht den ganzen Alkohol, den trinken wir nicht immer. Nein, Quatsch, der ist halt für die Gäste, ne? Nein, wir fangen an. Also, wo fangen wir an? Hier haben wir immer Leergut-Tüte stehen, die habe ich auch jetzt hier stehen gelassen, weil, ja, es gibt halt immer wieder Leergut, das ist nun mal so. Und da ist es immer für mich am schnellsten, eine Flasche reinzuwerfen. Hier haben wir dann die Getränke, die wir meistens benutzen. Ist eigentlich nur Apfelsaft, wenn und Wasser. Balou möchte auch was sagen, gell? Ja, mein Kleiner. Ja. Wolltest du gekuschelt werden? Ich muss aber jetzt was machen hier. Ja, alles andere haben wir immer mal wieder da, hier für die Gäste, aber meistens kommt eh nur Wasser zum Einsatz. Die, die das noch nicht kennen, unsere Küche und unser Haus, wir haben natürlich auch einen großen Teil in der Küche stehen und einen Teil in der Garage, wie zum Beispiel die Getränke jetzt nicht. Alles steht dann immer hier. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kleinkram wie die Gießkannen. Das benutzt Lerna sehr gerne für Blumengießen, so zum Spaß. Das ist total ihres, genauso wie den Kehrblech. Die hilft mir da immer, den Boden zu kehren. Und ein paar Snacks für Balou. Gell? Das mag sie auch gerne verteilen, deswegen steht es auch hier, wo sie auch dran kommen darf und ja, wie auch immer. Dann haben wir hier Milch immer auf Vorrat. Ich kaufe meistens immer so einen 12er-Pack, damit ich das einmal hier zu Hause stehen habe. Und wenn ich dann merke, über die Hälfte ist schon leer oder, keine Ahnung, 3-4 Packungen bleiben, dann kaufe ich wieder nach. Dann muss ich nicht immer jedes Mal neue Packungen mitnehmen. Diese Behältnisse habe ich aus der Fundgrube. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden bei euch habt. Wenn ich die online finde, verlinke ich euch die. Das sind ganz normale, ja, so Boxen. Die sind aber jetzt nicht aus Stoff oder sowas, sondern aus diesem, wie nennt sich das überhaupt? Ja, wie so Plastik oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, aus was die sind. Habe ich hier Zwiebeln, Kartoffeln und hier habe ich die ganzen verschiedenen Nudeln. Habe ich natürlich die Nudeln, die offen sind, in solchen Behältnissen in der Küche stehen. Und dann, wenn die leer sind, dann switche ich quasi um. So, auf hier diese, beziehungsweise fülle dann nach. So, dann haben wir hier einmal Papier. Das sind diese Tonnen aus IKEA, so die ganz großen. Da haben wir Altpapier, hier haben wir Altglas. Super zum Reinschmeißen. Mein Akku ist gleich leer. Oh, verdammt. So. So, Akku wieder halbwegs voll. Meine Maus war auch schon zwischendurch ein paar Mal wach. Hallo, leise. Wir haben 12:30 Uhr. Ich muss jetzt echt langsam schlafen gehen. Deswegen muss ich jetzt mal mich beeilen. Also, das hatte ich alles erklärt. IKEA, Getränke, Kartoffeln und so weiter und so fort. Hier oben haben wir dann Kekse. Ich habe immer viele Kekse auf Vorrat, ich weiß. Aber sonst essen wir nicht so viel Süßes, also jetzt Schokolademäßiges, sondern eher immer Keks. Und weil wir sehr viel Kaffee und Tee trinken mit Anton, vor allen Dingen abends, dann brauchen wir immer Kekse dazu. Dann hier so Reis und dann hier so Kartoffelmehl und Paniermehl und weiß ich, wie das sich alles nennt, benutze ich nicht so oft. Deswegen steht das auch nicht in der Küche, sondern hier. Dann noch mein Vorrat an Mehl, Zucker und das ist Grießbrei. Brei, also Grieß. ja, hab das dieselben nur in kleiner in der Küche stehen für den normalen so Gebrauch und so, wenn die dann leer werden, dann nehme ich die großen oder fülle es entsprechend um. Hinten habe ich aber auch noch Mehl stehen für Notfälle, falls ich gar nichts mehr daheim habe. Ja, dann hier so Aufbackbrötchen immer für Notfall, falls mal gar nichts daheim ist oder sowas. Ja, hier so Kleinigkeiten, dann kommt das ganze Dosenfutter, wie sich das anhört. Ja, also Mais, wie dann auch die gehackten Tomaten, das benutze ich eigentlich meistens für die ganzen Soßen, damit ich nicht immer diese Fertigsoßen benutzen muss. Ja, Würstchen, so alles, wo man schnell was mit vielleicht kochen kann. Thunfisch mache ich auch ganz oft. Ja,
so Kleinigkeiten. Hier nach dem Lebensmittel direkt mal ein Putzabteil, aber hier komme ich halt am schnellsten immer dran. Zewa, Spülmittel, falls das andere leer ist, und die Swiffer-Tücher für den, ja, Notfall, wenn es mal auch mal wieder schnell gehen muss. Oben Getränke, muss ich nicht mehr eingehen, alkoholische Getränke und Toilettenpapier. Ja, auch halt hier an der Seite, damit ich direkt drankomme. Oben habe ich noch Tüten, also einfach nur ganz normale Tüten halt, die man so im Laden immer bekommt. Und ja, die benutze ich manchmal für ganz normalen dann halt Abfall oder wie auch immer. Deswegen liegen die jetzt erstmal da oben Fensterputzzeug und ja, so Dekozeug noch. Und da oben haben wir dann noch Raclette. Hier habe ich noch Sachen wie Einweggeschirr. Das brauchen wir mal manchmal so für Partys oder so. Ja, wenn wir im Garten was machen oder sowas. Und dann habe ich ja hier diese Beschriftungen jetzt gebastelt. Da habe ich dann Teelichter, Apotheke, sprich die ganzen Medikamente, Autosachen. Da habe ich, ich glaube, noch was für den Grill. Und ja, irgendwie so ein Kleinkram. Und Geschenkbänder, dann mein Nähkästchen, also so. Eigentlich nur dann ein paar Fäden und Nadeln, was man so im Haushalt halt manchmal braucht. Ja, ein bisschen Alkohol, wenn die Gäste da sind. Auch halt hier oben. Ich habe es jetzt einfach mal hier oben platziert, weil wir erstens, wir haben jetzt nicht keine so richtige Bar oder sowas für sowas. Und ja, unten wird das halt von der Fußbodenheizung dann ja auch zu warm, was eigentlich für die Getränke auch nicht so von Vorteil ist. Und die habe ich auch noch aus dem Grund hochgestellt wegen Lana, falls die mal irgendeine Flasche mal, ich weiß es nicht, was versehen öffnet, was ich zwar nicht denke, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich soll lieber erstmal da oben stehen. Ja, und hier ist ja alles, wenn sie dran kommt, dann kommt sie dran, das ist jetzt nichts Schlimmes. Mit der Milch muss ich gucken, wenn sie mir die abräumen wird, dann muss ich die wieder umräumen. Das werde ich morgen sehen, wenn sie das Ganze hier sieht, wie schön ich, wie schön Mama das gemacht hat. Gucken, wie lange das auch so bleibt. Ja. Das so dazu. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wir haben schon 11:30 Uhr. Ich sehe auch schon leicht fertig aus, bis ich das alles eingeräumt habe und beschriftet habe und. Aber jetzt habe ich es fertig und ich freue mich über das Ergebnis. Ich freue mich, dass ich euch das Ergebnis zeigen kann. Und ja, wie gesagt, alles, was ich finden kann, werde ich in die Infobox verlinken. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, falls ich was vergessen habe oder sowas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und für alle, die neu dazugekommen sind, ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Gefällt mir. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!